Als Besitzer einer deutschen Immobilie bist du die ideale Geldkuh, wenn der Staat wirklich klamm ist und Geld braucht, weil die Wirtschaft am Boden liegt zum Beispiel und es an Steuereinnahmen fehlt. Schließlich kannst du deine Immobilien nicht in den Koffer packen und damit ins Ausland ziehen. Das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt, als deutsche Immobilien mit einer Zwangshypothek in Höhe von 50% ihres Nettowerts belegt wurden, die deren Besitzer dann über 30 Jahre abstottern konnten. Diese Umverteilung oder besser gesagt Enteignung nannte man den Lastenausgleich. Seit geraumer Zeit haben viele deutsche Immobilienbesitzer die Sorge, dass es zu einem neuerlichen Lastenausgleich kommen könnte. Und das nicht zuletzt deswegen, weil Politiker genau darüber ständig reden. Mein Team und ich haben Lösungen entwickelt, mit denen du verhindern kannst oder es wenigstens erschweren kannst, dass deine deutsche Immobilie mit einer Zwangshypothek im Falle eines neuerlichen Lastenausgleichs belegt wird. Wie das funktioniert, erklären wir in einem separaten Video. Den Link dazu posten wir hier in die Videobeschreibung unten rein. Aber befassen wir uns zunächst mal mit den Hintergründen und es kommt mir hier auch darauf an, dass wir nicht von irgendwelchen Verschwörungstheorien sprechen, die ja auch hier häufig online im Internet herumgeistern, gerade zu diesem Thema. Immobilienbesitzer sind tatsächlich eine potenzielle Goldmine für den Staat. Die folgenden Zahlen verdeutlichen dies. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt, also der Wert der gesamten deutschen Wirtschaft, beläuft sich auf 3,5 Billionen, also 3.500 Milliarden Euro pro Jahr. Der Gesamtwert des deutschen Immobilienvermögens beträgt 14,7 Billionen Euro, also 14.700 Milliarden Euro. Der Gesamtwert deutscher Immobilien ist also mehr als viermal so hoch wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt eines Jahres. Warum ist das wichtig? Nun, im Falle eines Lastenausgleichs können wir feststellen, dass selbst wenn die deutsche Wirtschaftsleistung infolge einer Krise dramatisch einbrechen würde, genug Immobilien vorhanden wäre, dass man über eine Zwangshypothek dieses anzapfen und so den Sozialstaat locker für ein paar Jahre finanzieren könnte, wie es ja genau auch nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Was aber könnte eine solche Krise auslösen, die einen Lastenausgleich, ein drastisches Mittel natürlich, seitens der Politik rechtfertigen könnte? Nun, in den letzten Jahren haben wir alle die Pandemie miterleben müssen, dann den Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Hier wurden unermessliche Mittel mobilisiert, allerdings mit dem Vorteil einer gut gefüllten Staatskasse. Bereits zu Corona-Zeiten forderten viele linke Politiker einen Lastenausgleich. Ja, genau diese Formulierung, dieses Wort, was wir aus dem Kontext der Nachkriegszeit kennen, wurde hierbei ganz gezielt von diesen Politikern verwendet. Man fragt sich, warum. Nach Corona sollten also angebliche Vorteilsnehmer der Krise weiter geschröpft werden können zugunsten jener, die unter der Krise besonders zu leiden hatten. Und jetzt sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, Krise hin oder her. Die Idee eines Lastenausgleichs zur Umverteilung passt ja ohnehin ganz gut ins Konzept der deutschen Regierung. Da kann dann eine Krise der perfekte Vorwand sein, muss man einfach sagen. Oder wie die Amerikaner sagen, a crisis is a terrible thing to waste. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, dass uns eine ähnliche Krise treffen würde, wenn die Kassen leer sind. Und alles spricht ja dafür, dass es irgendwann mal wieder zu einer Krise kommt. Wann genau, ist schlecht zu sagen, aber was wären potenzielle Krisen? Zum Beispiel ein Krieg der USA gegen China, das Platzen der gigantischen globalen Schuldenblase, Staatsbankrott eines Landes wie Italien oder einfach nur ein Präsident Biden oder Trump, der den Dollarhahn zudreht. In gewisser Weise sind das ja auch, ich sage fast normale Events, die uns alle 20 bis 50 Jahre treffen und die Menschheit schon immer getroffen haben.
Allerdings, Deutschland befindet sich auf dem absteigenden Ast. Es wird schwierig werden, den gigantischen deutschen Sozialstaat zu finanzieren, wenn es zur nächsten schweren Krise kommt. Dieser Niedergang, in dem wir uns gerade befinden, den wir hier gerade alle miterleben, hat zwei Hauptgründe. Der eine Grund ist die aktuelle Politik der aktiven Deindustrialisierung, die den Industriestandort Deutschland ruiniert. Der Journalist Wolfgang Bock schreibt in einem vor kurzem erschienenen Artikel des Austrian Institute: Die Grünen sind der politische Arm der Woken-Bewegung. Sie ist im Kern anti-westlich und antikapitalistisch. Das Ideal ist der Agrarstaat, wie ihn der linke US-Finanzminister Henry Morgenthau 1944 geplant hatte, nur eben als Bio-Genossenschaft. Dann fährt Bock in seinem Artikel fort: Im vergangenen Jahr haben deutsche Firmen 138 Milliarden Euro im Ausland investiert, derweil Ausländer nur 10 Milliarden ins Land gebracht haben. Und selbst diese muss Deutschland mit üppigen Subventionen ködern, wie etwa den US-Chip-Giganten Intel, der sich sein Werk in Magdeburg mit 10 Milliarden Euro subventionieren lässt. Das entspricht pro Arbeitsplatz 3,3 Millionen Euro, die letztlich der Steuerzahler aufbringen muss. Auch Batteriefabriken, die für den Umstieg auf die E-Mobilität dringend benötigt werden, brauchen hohe staatliche Anschubfinanzierungen, um gegen die chinesische Macht bestehen zu können. Es wird also nicht Mehrwert geschaffen, sondern Substanz verbraucht. Und das nun seit 5 Jahren in Folge. Der Internationale Währungsfonds stellt Deutschland unter 22 Industrienationen das schlechteste Zeugnis aus. Während andere Länder Corona-, Währungs-, China-Krise oder Ukraine-Krieg überwunden haben und um bis zu 6% wachsen, fällt die Bundesrepublik in diesem Jahr um 0,2% zurück. Real sinkt hier der Wohlstand pro Kopf, während alle anderen das Niveau von 2019 wieder übertroffen haben. Ein weiterer Punkt: Ein toxisches Gemisch aus teurer Energie, wuchender Bürokratie und gesellschaftlicher Lethargie beschleunigt den Prozess der Deindustrialisierung in Deutschland, der an dieser Stelle früh beschrieben wurde und mittlerweile als real anerkannt wird. Wenn Schwergewichte wie BMW, BASF oder Siemens Großinvestitionen in den USA, China oder das europäische Ausland verlegen, findet dies noch seinen Niederschlag in den Wirtschaftszeilen seriöser Zeitungen. Selten hingegen bei ARD und ZDF, deren Wirtschaftsberichterstattung sich auf Verbraucherschutz beschränkt. Die Verlagerung der wenig bekannten Mittelständler finden hingegen allenfalls Lokalbeachtung, wenn sie mit Stellenstreichungen verbunden sind. Dass diese Entwicklung auch sozialen Sprengstoff birgt, lässt sich in den Ländern wie Frankreich beobachten, wo der industrielle Kern auf rund 10% des Bruttosozialprodukts zusammengeschmolzen ist. In weiten Teilen des Landes sieht man keine Fabrikgebäude mehr und also keine Arbeitgeber, die weniger Qualifizierten einen Job bieten können. Auch dies ist ein Grund für die immer neu aufflammenden Unruhen. Soweit die Einschätzung des Journalisten Wolfgang Bock. Link zu dem Artikel posten wir hier in der Videobeschreibung. Viel schlimmer noch als die aktuelle Politik ist aber eine langfristige Entwicklung und deren negative Folgen. Und hier sprechen wir vom demokratischen Wandel. Dieser wird für Deutschland meiner Meinung nach schwerwiegendere Konsequenzen haben als der Klimawandel. Halten wir uns mal ein paar Zahlen hier konkret vor Augen. Bis zum Jahre 2035 werden 13 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland in den Ruhestand gehen. Selbst mit einer aggressiven Einwanderungspolitik kann man die wegfallenden Babyboomer nicht ersetzen. Die Konsequenz für die öffentliche Hand ist verheerend. Die Bertelsmann Stiftung schreibt: Mit dem jetzt beginnenden Übergang der Babyboomer-Generation in die Rente verschlechtert sich das Verhältnis von Beitragszahlerinnen und Rentnerinnen drastisch. Noch stehen 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter etwa 35 Rentnerinnen oder Pensionärinnen gegenüber.
Bis 2035 sind es bereits 48 Rentnerinnen auf 100 Erwerbstätige. Nur mal zum Vergleich, im Jahre 1962 haben 6 Erwerbstätige einen Rentner finanziert. Dazu wollen wir uns jetzt mal eine Grafik hier von Statista anschauen. Erwartet wird also für das Jahr 2030, dass letztlich einem Rentner noch 1,5 Beitragszahler hier gegenüberstehen und 2050 und danach wird es natürlich immer weniger werden. Die Bertelsmann Stiftung weiter. Die Alterung der Bevölkerung in Deutschland stellt das Land in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen. So können die Sozialversicherungsbeiträge schon im Jahr 2035 fast die Hälfte des Einkommens der Erwerbstätigen ausmachen. Wegen der höheren Abgaben dürften die Bruttolöhne und damit die Arbeitskosten insgesamt stark steigen. Trotz zunehmenden Fachkräftemangels droht dadurch eine sinkende Nachfrage nach vor allem ungelernten Arbeitskräften. Die Arbeitslosigkeit würde deutlich zunehmen und schon innerhalb der kommenden 15 Jahre die Arbeitslosenquote auf bis zu 8% steigen, mit den Folgen sinkender Einnahmen für alle Zweige der Sozialversicherung. Auch für die öffentlichen Haushalte, die wegen der Corona-Krise ohnehin stark belastet sind, hat die Alterung der Bevölkerung negative Folgen. Statt nach dem jüngsten krisenbedingten Anstieg wieder zurückzugehen, steigt die Schuldenlast bis 2035 und danach weiter stark an. Soweit die Bertelsmann Stiftung. Um es also auf den Punkt zu bringen, die Deindustrialisierung Deutschlands und die demokratische Entwicklung stellen das Land schon in den nächsten 10 Jahren vor ungekannte finanzielle Herausforderungen. Kommt es dann noch zu einer weiteren Krise à la Ukraine, Finanzkrise oder Corona, wird sich der Geldbedarf der öffentlichen Hand stark steigern. Und hier kommen die Immobilienbesitzer meiner Meinung nach ins Spiel. Wie bereits oben erwähnt, sind Immobilien für den Staat sogenannte tiefhängende Früchte. Erstens kann man sie nicht mitnehmen ins Ausland. Zweitens wird Immobilienvermögen in Deutschland bisher recht zurückhaltend besteuert. Da ist also noch viel Raum nach oben, will ich sagen. Viel Luft nach oben. Natürlich kann keiner genau sagen, ob und wann es zu einem Lastenausgleich kommt oder nicht. Geht man allerdings danach, wie viele linksgerichtete Politiker explizit schon heute einen Lastenausgleich fordern, von Umverteilung sprechen und auch andere Themen wie Vermögensteuer ja immer wieder hier in der Politik ganz offen diskutiert werden, dann muss man annehmen, dass es früher oder später der Fall sein könnte, dass es zum Lastenausgleich kommt. Ich hoffe, dass dir diese Erläuterungen zum Lastenausgleich etwas gebracht haben, du ein tieferes Verständnis für die Thematik entwickelt hast und dir besser vorstellen kannst, was auf uns alle möglicherweise zukommt. Wenn du nun selbst Immobilien hast in Deutschland, die du schützen möchtest, dann haben wir ein separates Video dazu erstellt, wo wir genau die Lösung beschreiben, wie eine Immobilie letztlich vor dem Lastenausgleich geschützt werden kann. Den Link zu diesem zweiten Video posten wir hier unten in die Beschreibung dieses Videos hinein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.